Das Nego ist das perfekte Café für alle Katzenliebhaber und ist das erste Katzencafé Wiens. Mitten im Herz vom ersten Bezirk könnt ihr himmlischen Kaffee genießen, japanische Spezialitäten und die Gesellschaft von vier liebevollen Katzen. Aber mehr dazu seht ihr jetzt. Alle Leute kommen schon mit Lächeln hinein und die sind glücklich. Ich heiße Takako, ich komme aus Japan. Die gebürtige Japanerin gründete 2012 im Herzen von Wien das erste Katzencafé in Österreich. In der Blumenstockgasse kann man einen entspannten Chai Latte trinken und gleichzeitig mit den fünf verschiedenen Hauskatzen kuscheln. Das Konzept, welches aus Taiwan stammt, wurde in Japan mit über 550 Cafés zum Trend. Takako wollte den Trend nach Europa bringen. Aber in Österreich war es so unbekannt und ich wollte irgendwelche unbekannte japanische Idee hier präsentieren. Und deswegen habe ich da ein erster Katzencafé aufgemacht. Und das ist ein normales Kaffeehaus, worin Katzen frei bewegen. Ihr Anfangsziel war es, der Kaffeehauskultur in Wien mehr zu bieten und dass andere Kulturen die Idee kennenlernen. Solche Geschäftsmodelle gab es in Europa noch nicht. Ich war die erste von ganz Europa. Doch woher stammen die Katzen? Diese Katzen kommen aus Wiener Tierschutzverein, weil ich auch sehr vom Wiener Tierschutzverein begeistert bin und war. Und die sind die besonderen Katzen, die für dieses Projekt ausgewählt wurden, von Katzenpflegerinnen. Der Wiener Tierschutzverein wählte von über 700 Katzen die passenden 10 Kandidaten aus. Takako entschied sich dann für 5 Katzen. Doch wie sollen die Tiere sein und wer sind sie? Ja, die sind alle aufgeschlossen und eher robust und nicht schüchtern. Ja. Das ist sehr wichtig, wenn die Katzen hier sozusagen arbeiten möchten. Zur Eröffnung des Cafés hagelte es ebenso an Kritik. Die denken, Tier ist nicht rein, also nicht hygienisch und das mit dem Gastronomie zu verbinden, ist es nicht angenehm. Oder manche Leute denken, es ist Tierquälerei. Ich habe auch ein paar Drohbriefe bekommen. Aber das habe ich eh erwartet, weil viele Menschen bekommen einfach Angst vor dem unbekannten Sachen und sie reagieren dann aggressiv. Doch wie gefällt das Katzencafé den Gästen? Sehr gut. Ich mag die Atmosphäre hier, es ist schön ruhig und man kann Katzen streicheln. Ich streiche nicht gern Katzen. Ich finde das Katzencafé ist recht entspannt. Für einen entspannten Nachmittag ist eine gute Atmosphäre hier. Ich finde auch gut, dass die Katzen hier eine Ausweichmöglichkeit haben, weil da drüben ist ein Raum, den können Katzen nur durch eine Katzenklappe erreichen, damit die auch, wenn die mal eine Ruhe haben wollen, dass die abhauen können sozusagen, wenn es ihnen zu viel wird. So süß und so weich. Ich könnte sie nach Hause mitnehmen. Wer ist das? Das ist Sonja.